Ja, hallo. Seit langem habe ich mich mal wieder auf dem Altkönig im Taunus umgesehen. Hier stehe ich schon relativ weit oben mit Blick auf Frankfurt. Auf dem Altkönig gibt es eine keltische Höhenfestung, besteht aus zwei Ringwällen, die noch relativ gut erhalten sind. Hier sieht man Reste von dem äußeren Ringwall. Hier bewege ich mich auf den inneren Ringwall zu mit einem Durchbruch. Ob das hier ein Tor war, weiß ich nicht. Ursprünglich ist das hier eine Pfostenschlitzmauer gewesen, also eine Trockenmauer, die mit Holzbalken gestützt war. Die Holzbalken sind dann in der Zeit, die Festung hier ist 2500 Jahre alt, verrottet und dann sind die Steine zusammengefallen und diese Ringwälle in diesem losen Gestein sind entstanden. Leider gibt es jetzt in letzter Zeit vermehrt hier starke Schäden am Ringwall. Die Leute graben hier Löcher rein, die höhlen den Ringwall aus, die bauen Türmchen, die bauen sich Sitzgelegenheiten und das schädigt dieses Kulturdenkmal natürlich nachhaltig. Und ich würde doch bitten, dass man das unterlässt und den Ringwall so wieder hinterlässt, wie man ihn vorgefunden hat, weil die Schäden hier, die sind schon fast nicht mehr zu reparieren. Und ich bin ehrlich gesagt sehr entsetzt gewesen, als ich dort oben war. Danke.